Bei einem Parkingmeter ha, nehme ich das Auto Villa la, aber hab kein 20 ka, für beim Geldschlitz reinzulassen. Ja, was mache ich jetzt da? Hab ich gedacht, ich könnte ja schnell zur Post am Ecken gehen, mir ein 20 wechseln la. Aber halt, dann müsste ich ja können das Auto hier lassen. Und zu dem Zweck müsste ich da zuerst ein 20 reinlassen. Und ein 20 habe ich ja eben nicht. Ich müsste da zuerst zur Post am Ecken gehen und mein Auto hier lassen. Und für das Auto hier lassen, müsste ich zuerst ein 20 haben. Und das ist, was ich nicht habe, wenn ich nicht auf die Post gehen kann. Zwar auf die Post müsste ich nicht gehen, wenn ich 20 hätte, doch da ich das 20 ja nicht habe, kann ich das Auto nicht lassen. Und ich kann kein 20 haben, wenn ich nicht auf die Post gehen kann. Und auf die Post kann ich nicht gehen, weil ich ja kein 20 habe. Bei einem Parkingmeter habe, nehme ich das Auto lassen, aber habe kein 20 gehabt und habe wieder müssen gehen.